Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Abba mit Gabriel am Start und zwar mit dem Teambuilding für Spieltag 13. Ja, und jetzt geht's gegen Mo, aka Blacklink. Und ich muss sagen, holy shit, habe ich Angst. Also, für mich ist es gerade mental gesehen das Schlimmste, wie es bei mir der GPL war. Holy shit. Holy shit, ich hab richtig Angst und witzigerweise schlägt es gerade auch auf meinen Körper über. Egal. ja. Allerdings muss ich auch sagen, ich freue mich mega auf den Kampf, weil ich Mo nach dem ersten Kampf, weil ich mich mit ihm da ein bisschen angefreundet habe und ich muss sagen, er ist ein super toller Typ. Deswegen freue ich mich da richtig. Ich habe mich auch mega gefreut, dass wir so einen guten Kampf hatten und auch wenn ich ehrlich bin, ich muss sagen, ich rechne sehr, sehr stark mit einer Niederlage in dem Kampf. Sehr, sehr stark. Und auch wenn es mich als ehrgeizige Person ein bisschen ärgert, freut es mich, dass eine der Niederlagen wenigstens gegen ihn ist. Von dem her, das klingt zwar jetzt komisch, ist aber so. Aber nichtsdestotrotz werden wir trotzdem unser Bestes geben. Aber dann sehe ich mir das Team an und wir können nicht gewinnen. Der Grund ist nämlich, er hat Crocodile. Die Leute, die mich noch nie kennen, die mich nicht kennen, oder noch nicht so lang kennen, ich habe noch nie einen Ligakampf gewonnen, in dem Crocodile beteiligt war. Noch nie. Und, ja, ich hoffe natürlich, dass wir den Bann brechen können. Aber das ist natürlich, ja, dezent schwer, so einen Bann zu treffen, weil, wie gesagt, es schlägt sich nicht nur. Die Angst, sondern ja, das ist halt eine sehr, sehr psychische Belastung jetzt in dem Fall sogar. Dann hat er noch einen Threat, nämlich den größten Threat von Scoutly, hat er ihn nur noch stärker. Nämlich ein Voltolos T. Wo ich auch nicht so froh bin, dass er das hat. Dann hat er noch einen Chandelier, wogegen ich überhaupt keinen Switchen habe. Was auch toll ist. Ein Klefki, das Spike-Stacking macht und damit meine Defensive schwächen kann. Ein Latios, wogegen ich, wenn das Ding Setup ist, mittlerweile auch nicht mehr so gut bestückt bin. Und am Schluss noch einer Mungus. So, das sind die 6 Monster, die ich predikte. Die Sache ist, ich kann Crocodile auf jeden Fall relativ easy rausnehmen, indem dass ich Tangulor spiele. Genau wie Thunderous. Und aus dem Grund nehme ich es auch nicht mit. Die Sache ist nämlich, er kriegt immer Chip-Damage auf Tangulos. Und wenn ein Spike liegt, verliere ich den War. Weil er dann jedes Mal in Amungus wechseln kann. Das heißt, er muss Amungus mitnehmen. Er muss das Amungus mitnehmen, einfach, dass er Tangulos zu 100% outen kann. Ich kann nicht Sleep-Powdern, ich kann gar nichts machen. Und er hat Regenerator, das heißt, ich mache ihm auch nichts. Und er hat ein sehr effektives Sludge-Bomb. Das heißt, er gewinnt immer das 1 gegen 1. Und das macht's gegen Mo so schwierig. Weil ich mein bestes Out gegen 2 der größten Threats nicht mitnehmen kann. Und das ist eine Sache, weil das macht dann Thunderous zu einem riesigeren Problem, obwohl es schon ein großes Problem davor war, genau wie Crocodile. Und das ist eben die Sache, weswegen mir das ein bisschen, ja, Angst macht, um das so zu sagen. Der andere Switchen ist halt Ampharos. Ampharos ist mega, mega gut gegen sein Team. Von dem her wird das auch auf jeden Fall mitkommen. Ihr seht es oben schon. Und ja, wir haben halt nicht so viele Switchen in Chandelier, weil es trifft effektiv die Mons, die resistent gegen die eine sind nicht resistent gegen das andere, außer Ampharos Mega. Und Ampharos Mega ist schon mega ultra gepressured gegen Thunderous. Und das ist halt auch nicht so gut. Das ist definitiv nicht so gut. Ja, die Sache ist halt jetzt, wie wollen wir das jetzt angehen? Oder was kann er noch anderes mitnehmen? Ich sehe potenziell, könnte er auch sagen, okay, ich nehme Klefki nicht mit. Oder Chandelier. Aber wie gesagt, ich finde Specs Chandelier so gut gegen mich. Obwohl es halt immer ein 50-50 ist. Das kann ich auch sehen, dass er dann das denken sollte. Aber wenn ich Schwalbus mitnehme und er Specs ist. Und Specs sollte, wenn dann sein Set of Choice sein, meiner Meinung nach. Weil er durch mein Team locker easy breaken kann. Dann hat er immer ein 50-50. Wechsel ich jetzt in Schwalbus. Bin ich immun gegen Shadow Ball oder macht er Fire Blast und hast du nicht gesehen. Also das ist okay.
Ich könnte, wie gesagt, sehen, dass er eins dieser beiden Mons auswechselt. Ich sehe die Chance bei 2%. Also, wie gesagt, ich berechne sehr, sehr stark, dass er diese 6 Mons mitnehmen wird. Jellicent wäre halt noch eine valide Option, weil es relativ gut gegen Victini ist, weil es nochmal ein Check gegen, oder ein sehr, sehr guter Check gegen Excadrill ist, weil es nochmal ohne Probleme in Hippo reinkommt. Und mit Hex und T-Spike zum Beispiel von Among Us, da macht man ordentlich was. Da macht man richtig ordentlich was. Außerdem ist es nochmal ein zusätzlicher Spin-Blocker und der Ghost-Tipper ist generell relativ gut gegen mich. Und dann gibt es natürlich noch Uxi. Und Uxi effektiv bloß, falls er auf Crocodile keine Rock spielen will. Und dann hat er hier mit den reliablesten Rocker auf seinem Team und kann nochmal Momentum kriegen in Crocodile, in Voltolos, in Latios und er stirbt halt dann immer was von mir. Ja, deswegen, ja, gut. Ist halt dann so. Kann man nichts machen, ist wirklich so. So, die andere Sache ist, wie gehen wir damit vor? Was ist unser Plan, dass wir das Spiel eventuell noch rumreißen können? Also, die Sache ist, wir müssen relativ defensiv spielen. Das sieht man an meinem Team-Lineup schon. Dadurch, dass ich zum Beispiel Ampharos... Ich habe lange Zeit über ein Agility-Ampharos nachgedacht. Das wäre halt gegen ihn richtig gut gewesen. Weil Klefki kann es nicht T-Waven. Den Choice Scarfer, mit dem ich rechne, der ist gone. Aber ich bräuchte dann so viel Chip-Damage. Und das wäre es nicht wert. Das ist meiner Meinung nach. Und das macht es halt ein bisschen schwieriger an der Stelle. Wir haben ein ähnliches Set wie gegen Max. Nur, dass wir anstatt Heal-Bell Dragon Pulse haben. Hat nämlich einen einfachen Grund. Dragon Pulse hittet Crocodile. Dadurch, dass wir Mold Breaker haben, können wir auch Voltolos wie gegen Max mit einem Voltwechsel anhitten. Was super, super gut ist. Super, super gut. Und können dann da das Momentum noch preserven. Können natürlich in unseren Riesenzinken gehen. Können in Gara gehen. Können in den Excadrill gehen, wenn der Sand liegt. Da haben wir eine Plethora an Möglichkeiten. Und Dragon Pulse ist halt wirklich nur für Crocodile, der macht 60%, was vollkommen okay ist dann, mit den 20. Und die 20 IVs sind halt effektiv dafür da, dass wir ein Latios, falls er mal drin bleiben will, und uns zu Dracon oder sowas, falls wir wirklich keine andere Wahl haben, außer jetzt zu predikten, dass sein Latios jetzt auf Psyshock geht, weil wir ein Aromatis haben zum Beispiel. Deswegen ist das ist ein Grund, warum er dabei ist, einfach nur um diesen 50-50 heraufzuholen. Dass wir dann einfach sagen können, okay, Drachenpuls, Noctis Latios zu 100% aus, brauchen wir nichts mehr. Ja, das ist traurig, dass wir so ein 50-50 im Teambuilding eingehen müssen, aber meiner Meinung nach ist das der beste Zug. So, dann haben wir Aromatis natürlich mit Aroma Veil dabei, Leftovers Wish Protect ist, glaube ich, klar als Recovery, weil wir brauchen das. Ihr werdet auch sehen, im Laufe des Teambuildings viele Mons von mir sind bedefft, einfach weil Mo gegen mich nur einen guten physischen Attacker hat und das ist Crocodile. Und der Rest ist halt alles speziell. Latios ist speziell. Natürlich hat er Psyshock, aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Dann hat er Thunderous, dann hat er Chandelier und die sind alle speziell und der Rest ist halt nochmal defensiv. Und 3-1 ist halt dann schon da, dass eine kleine Neigung auf jeden Fall auf das Spezielle liegt. Und ja, das finde ich auch okay so. Wir haben eh einen relativ guten Check gegen Crocodile. Relativ gut, weil gegen Crocodile gibt es meiner Meinung nach keine Checks. Also keine Konter, aber ein Check halt. Dann Aromatherapy, um eventuell Rest oder einen Burn auf einem von unseren Mons, falls er wirklich den Apokalyp mitnimmt. Oder sogar ein Toxin auf unserem Cresselia hier unten, dass wir das hier relativ rausarbeiten können. Und Moonblast einfach nur als Stab gegen Latios, gegen Crocodile, falls das mal reinkommt. Und ich glaube, das ist relativ wichtig hier. So. Dann sei der Excadrill, wir spielen wieder Choice Band Sandrush. Relativ einfach, wir haben 204 Speed, dann Max Attack, Rest in HP, mit einem einfachen Grund, wir müssen nur Chandelier outspeeden. Crocodile ist sowieso schneller und der Rest ist eigentlich egal, ob wir ihn outspeeden oder nicht, der ist sowieso schneller oder sowieso langsamer. Chandelier hat 132 Speed, das heißt 133 hätten normalerweise gereicht. Die Sache ist, falls er Choice Scarf Latios spielt, dann outspeedet er uns bei einem Punkt. Wenn wir 133 haben, weil er 137 mit dem Scarf kriegt. Und deswegen mussten wir effektiv nochmal 8 EVs da reinlegen, was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Das ist überhaupt nicht schlimm eigentlich.
Halt nochmal nur, dass ihr wisst, warum ein 34, weil der Speed Creep ja dann um einen Punkt ja sozusagen zu viel wäre. Genau, und ich glaube, die vier Attacks sind klar. Iron Head ist der most spammable Move gegen sein Team. Sollte das Thunderous weg sein und er das Juxin nicht dabei haben, ich glaube nicht, dass er Latios da reinwechselt, dann wird halt Earthquake relativ spammable. Roxelot ist einfach nur da, um seine fliegenden Monster zu hitten, also aka Thunderous. Und Chandelier, falls er predigt, dass ich dafür einen Eisenschädel gehe. Und Rapid Spin einfach, falls er wirklich T-Spikes oder Spikes aufbekommt. Das wird halt einen kleinen Vorteil haben. Genau, dann haben wir Victini hier. Und an der Stelle muss ich sagen, Victini ist relativ nice. Ist relativ nice. Ich würde sagen, ist mit Doton definitiv meine Win-Condition. Beziehungsweise die Win-Condition ist, dass wir sein Thunderous defensiv besiegen, sein Latios defensiv besiegen und den Rest können wir offensiv besiegen von seinem Team. Wir können Chandelier offensiv besiegen, wir können Crocodile offensiv besiegen, Amoongus müssen wir sowieso offensiv besiegen und Klefki ebenfalls. Und Blue Flare ist halt richtig spammable. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, ob ich Spec spielen will, aber dann Flashfire, Chandelier und Dingsenskirchen und ein Auto vor meiner Tür, das ist auch schön. Und Latios, das hat halt einfach, ist halt schneller und kann sich recovern und das ist halt scheide. Schade. Ist halt scheide. Ja, ist scheide. Ja, genau. Ist scheide. Mhm. Okay, Belly. Alles klar. Ja, Shadow Ball einfach als Coverage, um Jellicent und Chandelier zu treffen. Energy Ball, um. Einfach nur für Crook. Nur für Crook. So viel Respekt habe ich für diesen Mon. Nur für Crook. Sie Energy Ball. Nur für Crook. Und die Protect ist ganz einfach. Ich rechne sehr, sehr stark damit, dass er mit Crook leadet. Und sie Energy Ball noch Crook zu 100% aus. Wenn er Max HP spielt. Ich glaube nicht, dass er AB spielt. Und ich glaube nicht, dass er mehr als 90 Spedef spielt. Das wären die einzigen Möglichkeiten, wie man sie Energy Ball überleben könnte. Wir sind natürlich 100% schneller als Crook. Und ja, die Protect ist effektiv nur da zum Scouten. Ist es Scarf, geht er Runde 1 für Knockoff. Wir drücken Protect. Aber sowas von drücken wir Protect. Und falls er auswechseln will, ist es auch okay. Ja, also das ist effektiv meiner Meinung nach der Play. Gut. Dann Cresselia mit Safety Goggles, relativ easy. Wir haben keinen Speed drin, brauchen wir meiner Meinung nach auch überhaupt nicht. Wir haben Max HP, Max Bedef. Relativ einfach. Wir können mit dem Set in Latios 100% reinkommen. Wir können mit dem Set in Klefki 100% reinkommen. Wir können mit dem Set in Thunderous Thunderous normalerweise jetzt nicht, aber falls es nötig ist, auch in Thunderous reinkommen. Wir können mit dem Set in Amoongus reinkommen, 100%. Und also wir besiegen effektiv drei von seinen sechs Pokémon, die ich sehe, dass er mitnimmt. Ja, hier. Nicht Crocodile. Die ersten drei nicht, die zweiten drei besiegen wir 100%. Und das ist wegen zwei Tech Options. Nämlich das erste ist nicht Fassade, das war Toxin. Das erste ist Toxin. Toxin macht, dass wir das Latios zu 100% besiegen, weil ich nicht glaube, dass er Sub spielt. Und wenn er ein Zmon ist, dann ist es okay. Das einzige, wovor ich Angst habe, ist Call Mind, weil dann besiegt er mich im 1 gegen 1. Und Toxin bricht das einfach. Ja, wir können dann recovern und dann haben wir überhaupt gar kein Problem mehr mit dem Latios. Psyshock ist effektiv nur da. Ich hätte normalerweise Moonblast gespielt, aber Psyshock ist nur da gegen das Amoongus. Ansonsten wallt uns das in Oblivion und zurück. Moonlight natürlich als Recovery mit Toxin und Psyshock richtig, richtig wichtig, um das 1v1 zu gewinnen. Und am Schluss haben wir noch Magic Code. Und Magic Code ist interessant, weil ich habe mir überlegt, was wird der immer der Switch in Cresselia sein? Entweder wird es Crook sein, aber wenn wir Crook relativ früh wegkriegen, ist es okay. Das ist okay. Ja? Dann wird immer Klefki reinkommen. Weil er Angst hat vor Toxin, weil er Angst hat vor hast du nicht gesehen, ne? Und dann ist Magic Code richtig, richtig gut, weil wovor habe ich Angst? Dass mein Cresselia getoxikt wird? Ein bisschen, aber nicht wirklich. Dass das Spikes aufsetzt? Oh ja, oh ja, oh ja. Mhm, richtig sick. Ja, wenn er Spike aufsetzt, ist brutal. Und dafür ist der Magic Code da, weil sobald er einmal Spike drückt und ich drücke Magic Code und bounce die Spikes back auf seine Seite, das ist insane. Das ist insane. Und dann ist er gepressured zu defoggen, weil ich glaube, wenn ein Spike auf beiden unserer Seiten liegen und die Tarnsteine, dann gewinnen wir das Spiel. Und das ist halt ziemlich, ziemlich nice. Einfach weil wir dann besser gegen das Amoongus sind. Wir haben eben Cresselia, wir haben Rapid Spin optional und das Chandelure ist halt dann einfach geschwächt. Und das ist halt richtig, richtig gut, weil gegen Latios haben wir einen 100%igen Counter in Cress. Gegen Thunderous halt nicht. Da haben wir leider nur Rhyton. Aber da können wir auch drum rumspielen. Vor allem, wenn wir Garde haben mit Doton. Und dann, also mit unserem Excadrill. Und dann können wir das schon irgendwie besiegen.
die Pokémon, die bei ihm levitaten. Aber er hat keine Möglichkeit, wirklich unser Cresselia zu besiegen. Und wir schwächen das Amoongus, wir schwächen das Klefki. Und Klefki kann uns nicht im 1 gegen 1 besiegen. Never. Latios ebenfalls nicht. Und das ist halt richtig gut. Das ist ultimativ auf Doom gut. Und ich glaube, das ist der Way to go. Ich glaube, wenn uns einmal das Spiel gewinnt, dann ist es Safety Goggles Cresselia. Da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. So, am Schluss haben wir dann noch ein kleines, aber feines Hippo. Außerdem kann es, wenn es nötig ist, tatsächlich auch ein Krokodil im 1 gegen 1 besiegen. Aber nur, wenn es nötig ist und nur von Full HP. Wollte ich nur mal angemerkt haben, dass das auch dadurch sein kann. Gut, Hippo hat eine interessante Sache. Nämlich das Investment. Das Investment ist effektiv dafür da, dass uns Krokodil niemals Street KO'd. Ohne Rocks. Was ich ziemlich nice finde, setzt halt Rocks auf, setzt den Sand auf, hat EQ gegen, um Klefki zu scaren ein bisschen und Whirlwind, um Klefki zu shuffeln, beziehungsweise Latios zu shuffeln. Das ist effektiv der Sinn dabei, ja. Oder sogar Thundurus zu shuffeln. Weil Thundurus, solange es kein Nasty Plot hat, ist relativ easy gegen mich und ich kann nochmal Zahnsteinschaden, hast du nicht gesehen, ne? Ist, glaube ich, relativ gut. So, ich muss jetzt aber in 10 Minuten gegen Modern. Das heißt, drück mir die Daumen. Ich weiß, das Video kommt erst in einer Woche, genau in einer Woche sogar. Ich habe jetzt gerade vor einer halben Stunde das Teambuilding gegen Max hochgeladen. Und wir spielen gleich und das wird auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, wir können was reißen. Ich glaube nicht, dass wir mit dem Team 6-0 gegen ihn verlieren. Ich glaube, das ist relativ okay. Ich habe aber trotzdem richtig, richtig Angst. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass wir gewinnen werden. Aber ich werde es ihm auf jeden Fall nicht einfach machen. Einfach, dass es ein guter Kampf wird. Und ich glaube, das wird er. Wie gesagt, ich freue mich mega drauf. Ich habe mega Angst. Ich freue mich drauf. Das ist ganz, ganz komischer Mix von Gefühlen. Aber gut. Ich hoffe, euch hat das Teambuilding gefallen. Wir sehen uns morgen bei dem wahrscheinlich, oder einem der wahrscheinlich spannendsten Kämpfe der Liga dann. Bis dahin. Ciao.